Was das denn? Filmkiosk? Ist das hier ein Film oder wie? Ja, nee, das soll kein Film sein. Das ist so eine Neueröffnung hier. So eine Art Videothek oder so, habe ich gehört. Filmkiosk? Ey, keine Ahnung. Ja, nee, lass doch mal gucken hier. Ich habe gehört, das ist so ein Filmfuzzi da. Filmfuzzi? Was hat denn der so alles da? Auch Sat 1 und RTL 2 und so? Ah, nee, hier ZDF und so. Toll. Hier, guck doch mal hier. Oh boy. Oh boy. Ist das nicht so ein Kinderfilm? Nee, ist Kino hier. Lass mal reingucken. Ja, nee, okay, meinetwegen hier. Dann zeig mal her das Ding da. Ey, du Budenkasper, zeig da mal ab hier. Ich bin stolz auf euch. Prost. Prost. Hm? Prost. Freunde von dir? Ja, das sind Malte und Nico. Und das ist Ralf. Ralf ist der Autor und der Choreograf des heutigen Abends. Ich, großartige Performance. Dann verstehe ich nur nicht, warum ihr den ganzen Abend gelacht habt. Ralf. Also dann frage ich mich allen Ernstes, warum kommen wir nicht mit einem riesen Lacher auf die Welt, ha? Ja? Warum weinen und schreien wir dann, wenn wir geboren werden? Erklär's mir. Das hat mit der Befreiung der Atemwege zu tun. Oh nee, schwarz-weiß, hör doch auf, das ist so ein Kunstfilm hier. Nee, nix da. Ich hab den schon selber gesehen, das ist gar nicht schlecht, der Film. Och nee. Oh, warte mal, was ist das denn hier, der Ärgermacher? Aha. Ey, Ärger habe ich selber schon genug. Hör auf, du. Ich bin müde, weg hier. Ja, der hat übrigens auch Werbung laufen. Oh nee, Werbung. Du sollst mir auch noch Werbung angucken, oder wie? Nee, lass doch mal kurz reingucken hier. Was ist das denn? Wer kann es wagen, so ein Auto hier zu parken? Wer will hier den Leuten vor den Kopf stoßen, die sich über den Preis ihres Wagens definieren? Ich bin's. Das ist mein Auto. Das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen. Ich bin der Dacia Logan MCV, Deutschlands wertstabilster Marke. Dacia. Autos, was wollen wir denn damit? Autos. In 5 Jahren gibt es doch gar keine Autos mehr. Da haben wir Flügel, da fliegen wir durch die Gegend. Du meinst so düsenbetriebene Skateboards oder was? Du Mann, ich will jetzt nach Hause pennen. Was wollen das Ganze hier? Videokiosk. Ich brauche Zigaretten, Whisky und ab ins Bett. Ja, nee, warte mal. Och, warte doch mal. Lass uns doch hier mal rechts gucken da. Der hat doch Hörspiele hier. Oh, Hörspiele, doch hör doch auf, du. Ich hab doch mit dir schon ganz Tag mal nur das Spiel. Der Findling von Heinrich von Kleist. Antonio Piacci, ein wohlhabender Güterhändler in Rom, war genötigt, in seinen Handelsgeschäften zuweilen große Reisen zu machen. Nee, Er pflegte dann gewöhnlich Elvira, seine junge Frau, unter dem Schutz ihrer Verwandten, da selbst... Oh, komm, ey, mach bloß aus da, ich krieg hier noch einen Hörsturz. Ach komm, Mann, das ist so ein Jammerlappen, ist doch ganz interessant hier, haben doch alles da. Kleist, Schiller, Goethe, ist doch alles da. Ja, nix für mich da, Goethe und diese ganze Kulturscheiße. Ach komm, hier, lass uns doch mal einen Film mitnehmen, Mann, hier. Goodbye Lenin, der Untergang, Fellini, Spielberg, Truffaut, Godard, die Franzosen haben alles hier. Hör auf, du, ich bin müde, weg hier, da. Gott, jetzt feiert er wieder seinen Nihilismus da, Mann. Nee, hör mal auf, du. Ja, los, positiv denken hier. Nee, ich muss in die Reihe. Ja, okay. Positiv denken. Keine Ahnung, was das ist. Filmkiosk? Was denn das? Lass uns aber in den Kieken, Alter. Vielleicht gibt's da einen Sternbusch oder so.